Schön, dass ihr bei Railway Empire 2 wieder mit dabei seid. Wir haben ja beim letzten Mal hier sämtliche Strecken optimiert. Mir ist natürlich bewusst, ich denke mal, da habt ihr auch schon was geschrieben, dass das Ganze noch nicht optimal ist. Vor allem, weil die Hinstrecke hier vorbeigeht und die Rückstrecke hier unten. Ich hätte natürlich die Strecke auch damit eigentlich eine extra Strecke legen müssen. Das ist momentan aber erstmal Absicht, um Kosten zu sparen. Da warten wir jetzt auch erstmal ab, gucken, ob das so läuft, wenn man das mal so betrachtet. Schwerin ist gerade im Ausstieg oder ist aufgestiegen. Das gleiche hat er auch bei Berlin von angezeigt, das hat er auch bei Hamburg angezeigt. Ist schon wieder weg. Aber auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal gucken, ob wir überhaupt überall Lagerhäuser haben. Weil erstens, wenn die ganzen Sachen, Vieh, Holz, Zucker, einmal nach Schwerin und nach Stettin gelagert. Ich will jetzt wissen, ob da Lagerhäuser sind, damit wir gegebenenfalls das auch in andere Städte weiter lagern können. Da müssen wir erstmal gucken. Hier, hier, zeig mal Bahnhof. Lagerhalle haben wir. Und da ist eingestellt Vieh, Zucker, Holz. Jo, das ist richtig. Das ist richtig. Das soll ja auch. Vieh, Zucker, Holz. Gut. Dann muss ich noch einmal bei Schwerin gucken, ob das hier auch der Fall ist. Nein, hier zum Beispiel haben wir nur ein Wartungsdepot. Okay. Hier muss definitiv noch eine Lagerhalle hin. Die werden wir jetzt auch bauen, auch wenn sie teuer ist. Nützt alles nichts. In der Lagerhalle stellen wir hier das Gleiche an. Vieh. Zucker, Holz natürlich. Hier ist Holz. Und auch Zucker. Einfach nur aus dem Grund. Die Sachen werden hier hingeliefert. Dann kann das von hier in andere Städte geliefert werden. Wir wollen ja, dass überall was hinkommt. Denn müssen die auch alle durchgehend produzieren können eigentlich. Das Gleiche gilt natürlich für Weizen. Weizen wird natürlich auch überall hingeliefert. Aber hier bei Berlin muss ich gleich mal gucken. Hier müssen wir noch andere Sachen mit einstellen. Erstmal, Lagerhalle haben wir hier. Weizen ist eingestellt, Kohle ist eingestellt, Wolle ist eingestellt. Okay, das geht hier aber auch alles hin, ne? Ja, hier geht Kohle und Wolle hin. Hier geht selbstverständlich auch. Ja, damit es von hier weiter geliefert kann. Gut, und die Züge fahren ja sowieso hier hin, das ist kein Problem. Hier müssen wir dann auch einmal einstellen. Zumindest für Weizen, damit Weizen hier auch weitergeliefert werden kann. Hier ist natürlich, ja gut, das muss, aber hier muss auch zusätzlich Weizen noch mit rein. Weizen, damit das auch weitergeliefert werden kann. Sehr schön. Aber wie gesagt, das geht hier ja auch hin, ne? Eigentlich ist Schwerin jetzt quasi so ein Wendepunkt, das haben wir alles. Okay. Bevor ich da jetzt weitermache, werden wir einmal in die Forschung gucken. Da fällt momentan größtenteils leer. Das liegt aber einfach daran, dass Berlin, glaube ich, an Wolle und Kohle einen Überschuss hat. Müsste ich mal gucken. Und andere Städte das aktuell nicht brauchen, ne? Wolle braucht Berlin zum Beispiel gar nicht. Das ist super. Und Kohle auch nicht. Ich glaube, das braucht noch keine Stadt im Moment, deswegen. Also das anzuschließen war eigentlich Blödsinn, das verursacht nur Kosten im Moment, aber früher oder später werden wir es brauchen. So, die Lagerhäuser haben wir auf jeden Fall. Jetzt möchte ich nochmal gucken. Erstens möchte ich hier gerne zwei Frachtzüge haben und zwei Passagierzüge, weil momentan ist das hier noch gemischt, was natürlich ein bisschen blöd ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass die sich hier in die Quere kommen. Obwohl momentan, wie sieht es so aus, als sind alle vier Züge im Einsatz. Sehr schön. Dafür müsste ich aber allerdings die gesamte Hauptstrecke, was schwierig werden könnte. Hier würde es gehen, nochmal Parallelgleise legen. Hier würde es wiederum nicht gehen, weil wir es da schon angeschlossen haben. Wir müssten quasi nochmal extra zwei Schienen hier mit ran. Und von hier müssten dann auch nochmal zwei Schienen darüber. Und von hier müssten nochmal zwei Schienen natürlich da oben rüber. Das ist finanziell aktuell gar nicht im Rahmen bei uns. Da müssen wir nämlich mal wieder alle Schienen umbauen. Ich glaube, das machen wir Stück für Stück. Wir gehen jetzt erstmal die Forschung gucken. Die gute Forschung. Wir brauchen erstmal Geld. Im Forschungspunkt haben wir 480. Wo ist denn das da? Reduziert die Kosten für Personalpool. Alles klar. Hier, den haben wir. Dort ist tiefe Taschen. Nach Abschluss einer Aktion werden die Kosten nachträglich um 5% reduziert. Kann man das nicht selber? Doch. Ausschreibung reduziert die Baukosten aller Gebäude, einschließlich Fabriken und Bahngebäude um 5%. Das wäre natürlich schon mal nice, ne? Das hätte ich aber allerdings auch gerne. Erhöht die Zuverlässigkeit deiner Lokomotiven. Das wäre mir ehrlich gesagt sogar wichtiger im Moment.
Dafür müssen wir aber allerdings den. Na gut, den machen wir erstmal den. Nützt für alles nichts. Dann können wir den nämlich, glaube ich, mit. Ein Träumchen. Was ist das? Die Dauer für die Wartung von Lokomotiven verringert sich um 5%. Das nehmen wir natürlich auch mit. Selbstverständlich. Sehr schön. Hätten wir das Thema nämlich auch schon erledigt. So, was mir heute so ein bisschen Sorgen macht, ist unsere Konkurrentin, die Olde hier. Die hat ja schon einen Marktwert, das ist nicht mehr schön. Aktienwert von 93.000. Unternehmenswert ist bei uns bei 5 Millionen, ist gestiegen, das ist schön. Nehmen wir mal ihr Anwendung. Ihr, okay. Die Alte macht mir langsam Sorgen, aber das kriegen wir schon hin. Wir müssen jetzt heute erstmal, wieso läuft das eigentlich so langsam, mal ein bisschen beobachten, ob das plusmäßig alles hinhaut. Die Strecke wirft aktuell Minus ab. Warum? Welche Strecke ist das? Die Strecke weiß ich, das ist die, die wir hier nicht brauchen, aber die, warum wirft die Minus ab? Ich meine, hier fahren 3 Züge. Die kamen hier 3 verschiedene Fabriken durch die Gegend. Also 3 verschiedene Waren. Ich möchte nur mal eben Hallo sagen. Ja. Die hat aber auch eine komische Art, ihre Strecken zu bauen, wenn ich das mal so erwähnen darf. Aber gut, auf jeden Fall müsste die Züge hier doch nicht. Das muss ich wahrscheinlich jetzt anspielen. Wie gesagt, das ist gleich direkt nach der letzten Folge. Ich habe nichts offline laufen lassen oder so. Das muss ich hier ja erstmal alles verkaufen, ne? Mal kurz gucken, wo sind die Züge? Wie sind die Züge überhaupt beladen? Ich sehe hier nicht mal einen Zug fahren. Hier ist gerade einer. Okay, lass mich mal umklicken. Der ist... Was? Soll ich verarschen? Du bist doch mit dem einen Hänger hier. Nicht voll beladen mit Vieh und Fleisch. Ah, das ist das, was ich meine. Die sind teilweise noch auf ihren alten Routen und müssen das erstmal neu einpendeln und so, ne? Ich weiß auch nicht, weswegen der hier steht. Wird gewartet? What? Ist das dein Ernst? Mitten auf dem Weg? Die Fahnteile, das muss ich erstmal einspielen. Durch den Umbau, ja. Dauert das alles ein bisschen. Er ist auf dem Weg nach Stettin. Ihr sagtet ja auch, die fahren erstmal, wenn sie gerade mittendrin sind oder so, zu ihrer alten Strecke zurück. Bis sich das alles gibt, dauert das natürlich. Warten wir mal kurz einen Moment. So viel Zeug muss auch sein. Weil der müsste ja eigentlich, sobald er Stettin da oben erreicht, jetzt will er erstmal hier wieder... Nee, will er nicht. Es kann da sein, dass dadurch das Minus zusammenkommt. Da heißt es jetzt echt abwarten. Eigentlich ist er auch auf der falschen Strecke. Ich hatte die doch als den Weg gemacht. Egal. Nee, ist richtig. So, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass er hier was mitnimmt. Stettin. Der ist auf dem Weg nach Stettin. So, fährt er noch vorbei oder nimmt er hier was mit? Hat er eben mir zumindest geschrieben, wenn man die Strecken umbaut, während die Züge unterwegs waren, fahren sie erstmal ihre geplante Route zu Ende, bevor sie überhaupt das Neue aufnehmen. Aber da haben wir eben wunderbar gesehen, die wechseln auch selbstständig die Gleise. So, der bleibt auf der Schiene. Hier haben wir natürlich 4 Stück. Was irgendwie aber cool aussieht, ne? Ein bisschen wie am Hamburger Hauptbahnhof, aber gut. Das ist sehr schön. Jetzt bin ich nochmal gespannt, was der gleich für eine Route aufnimmt. Züge müssen halt erstmal reinkommen, ne? Übrigens haben die jetzt auch mal Geräusche. Das ist doch auch mal was Schönes. So, der hat auf jeden Fall ausgeladen. Jetzt scheint das auch so langsam in Plus zu kommen. Dann bin ich mal gespannt, was er hier einlädt. Fleisch für Schwerin. Okay, ja gut, da stehen das hin. Aber ich hoffe doch, dass der jetzt nicht nur die Großstädte hin und her abfährt, sondern auch die Bauernhöfe hier mitnimmt. Wie es eigentlich geplant war. Auf jeden Fall kommt Geld rein, wie wir sehen. Es geht hoch. Und das ist doch schon mal schön. Hier wird jetzt nicht gewartet, oder was bremst du da ab, mein Freund? Na, ich will doch nur gucken, ob du da jetzt was mitnimmst. Laut Anzeige fährt er dahin. Ja? Hält ja auch, sehr schön. So, du nimmst so viel mit, ne? Jo.
Irgendwie backt hier ein bisschen was rum mit der Anzeige, ne? Und zwar ganz gewaltig, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, was der hier in den Nest bringt. Er ist voll beladen mit Vieh, aber man sieht nur den ersten Anhänger. Auch nicht schlecht. Ich glaube, hier backt das Spiel gerade ein bisschen rum. Aber ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Wichtig ist ja die Anzeige. Er ist voll beladen mit Vieh. Ist auf dem Weg zum Ludwigsstopp. Da dürfte er eigentlich gar nichts mehr mitkriegen. Aber warten wir mal ab. Eigentlich schade. Was kann sein, dass das Spiel einmal neu starten muss? Das hatte ich hier schon ein paar Mal. Das Spiel wird wohl hoffentlich noch Updates kriegen. Das hat noch ein paar Kinderkrankheiten. Aber das Grundprinzip ist schon mal nice. Bisschen schade, dass hier grafisch gesehen die Hänger nicht zu sehen sind. Obwohl er sie dranhängen haben müsste. Was bremst du hier ab, mein Freund? Wahrscheinlich eine kleine Steigung, oder? Aber ich glaube, das wird sich wieder einspielen. Ich hoffe es zumindest. So ein schönes Spiel, das wäre echt schade, wenn sich hier nicht mehr drum gekümmert wird. Aber das wollen wir nochmal nicht hoffen. Das wollen wir wirklich nicht hoffen. Ich glaube, die haben alle mehr geladen, ne? Oder? Ja, ja. Als Hänger dran sind. So, er wechselt hier das Gleis, ne? Aber ich glaube, die sind stellenweise alle noch auf den falschen Routen. Muss ich ja erstmal einspielen. Vielleicht kommt das dadurch. Das dachte mir, hält er nicht. Auch wenn er es angezeigt hat. Jo, der wird gewartet. Warum auch immer der hier mittendrin gewartet. Gut, hier backt dran. Das kommt wahrscheinlich durch den Umbau. Wahrscheinlich hat das Spiel das alles noch nicht so wirklich realisiert. Hier ist genau das gleiche, aber ich glaube, das wird sich schon einspielen mit der Zeit. Er hat schon eher die Hänger. Jojo. Und das ist das, was ich meine. Gemischt will ich das eigentlich nicht haben. Auf jeden Fall gibt sich das alles. Sehr schön. Den können wir hier ja wohl machen. Stettin, den gucken wir mal. Was Stettin überhaupt verlangt. Stettin haben wir auf Stufe 3. Wieso wirst du nicht mit Weizen beliefert, mein Freund? Was ist denn hier los? Ah, doch, doch. Jetzt kam gerade Weizen an. Das war er hier, ne? Ja, ja. Wollt gerade so gehen. Gut. Weizen hat er gekriegt. Vieh hat er gekriegt. Mais fehlt natürlich noch. Weizen müsste eigentlich wieder hochgehen. Ja, das braucht er nicht. Er braucht natürlich noch hier Stoffe. Und inzwischen auch Milch, Karotten, Äppel. Okay, das kriegen wir alles hin. Ich würde mich eigentlich gerne erstmal um Mais kümmern. Was mit dir hier, mein Freund? Wieso liedst du nicht aus? Hier backt gerade irgendwas ganz gewaltig rum, wenn ich das mal so sagen darf. Er lädt nicht aus. Er wird gewartet, ja. Achso, das ist für Hamburg. Hat er hier nur ein bisschen was abgeliefert? Einmal Weizen, das reicht doch nicht. Leute, mehr Weizen. Wir brauchen mehr Weizen. Ja gut, wir haben nur ein Weizending und das wird von da geholt. Das wird hier zwischengelagert und von hier nehmen die Züge das mit, ne? Vielleicht sollten wir noch einen zweiten Weizendingslos mal anschließen. Ich habe das Gefühl, wir kriegen zu wenig Weizen. Ich meine, wir hätten hier noch Weizen. Da können wir hier mit ranklemmen. Das könnte ich rein theoretisch hier per Parallelgleis da und... Ah, woanders wird schwierig. Rein theoretisch Schwerin mit anschließen. Aber... Es wird wirklich schwierig. Dann müsste ich die Schienen hier wieder umbauen. Okay. Ja, ich bin da noch nicht so sicher. Aber mehr Weizen brauchen wir auf jeden Fall. Das nützt alles nichts. Hamburg selber wird ja dadurch mit Weizen beliefert. Wie mache ich das am besten? Geldtechnisch ist es halt noch nicht so der Brüller bei uns. Du bist... Er will nach Hamburg, ne? Jojojojojo. Hat aber auch was für Stettin und so. Fährt auch erstmal nach Stettin, wie es aussieht. Nein. Hier fährt nach Hamburg. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Wir brauchen mehr Weizen.
Ah, es wird schon weniger. Guck, jetzt haben wir nur noch eine 8000er Veränderung. Ja, guck, so langsam kriegen wir es ja wieder hin. Gebäudebau. Ja gut, Gebäudebau. Ja, das ist klar. Was haben wir denn an Gebäude gebaut? Ich glaube, die Lagerhäuser waren das. Aber ansonsten, Quartalsergebnis, mal kurz gucken. Fracht läuft sehr, sehr gut. Das war mehr. Passagiere waren natürlich weniger. Post war weniger, deswegen. Ja gut, das kommt noch. Hier ist eine kleine Panne. Wie gesagt, ich könnte hier einen Bahnhof hinlegen. Dann müsste ich nur das Stück hier umbauen. Als Parallelgleis damit ran. Das wird funktionieren. Aber ich würde den gerne damit anschließen. Was hier in der Tat sehr, sehr schwierig wird, da ich hier jetzt natürlich die ersten Gleise angeschlossen habe. Und das dürfte auch finanziell wieder problematisch werden. Haben wir noch irgendwo anders Weizen, den ich mit abzwingen könnte? Wahrscheinlich nicht, ne? So, hätten wir noch. Gut, dann müssen wir Dresden mit anschließen. Also das Ding anzuschließen war echt eine Mistidee. Wie viel Manufacturing ist nicht zu bremsen? Jo, 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 die Olde, du. Die macht mich wahnsinnig. Das brauchen wir überhaupt nicht aktuell. Absolut gar nicht. Getreidefarm nahe Dresden. Die kauft hier wohl alles auf, du. Ah, mal mitbieten, das Gebot. Oh, komm, wir bieten mal mit. Endlich hast du auch mal eine Auktion gewonnen. Ich wollte die gar nicht haben, aber gut. Ich habe sie relativ billig gekriegt. Nahe Dresden. Wo genau ist das jetzt? Das, die da, ne? Was soll ich denn mit der jetzt? Die wollte ich auch gar nicht. Wow. Naja, ich habe sie zumindest günstig geschossen, ne? Dresden ist noch nirgendwo angeklemmt. Also so eine Panne passiert mir eher selten. Ja, ja, ja. Was ist denn hier los, hä? Jo, da bin ich jetzt echt überlegen. Weizen haben wir zu wenig. Ich brauche aber auch dringend, das wäre meine. Wenn ich die mit anschließe, dann wollen wir mal gucken. Müsste ich hier auch, ne, hier müsste ich nicht unbedingt umbauen. Hier könnte ich, dann können wir Dresden auch mit rannehmen. Von da. Hier mit ran, hier kommen wir noch an die Parallelgleise, das wäre schön. Ah, ob das kostentechnisch so hinhaut, du? Dann müssen wir mal gucken. Mal kurz Pause. Bahnhof. Oh, hier müsste ich selbstverständlich. Müsste ich echt gucken. Da könnte man den ja mitnehmen. Erstmal vorübergehend, denn zumindest. Vielleicht könnte ich den auch mit der Strecke verbinden. Da muss ich erstmal gucken, aber das wäre doof. Das wäre wirklich doof. Ich würde den gerne mit dem verbinden. Dann wäre der Bahnhof wohl am besten so. Also hier muss ich so oder so über den Fluss. Ja, ich dachte, ich kann die beide mit einem Bahnhof verbinden. Nee, dafür sind sie zu weit auseinander. Das funktioniert nicht. Ich stehe den jetzt hier ins Zimmer. Und da auch noch ein Bahnhof ins Zimmer. Geht das? Sie von dem zu dem und den rüber? Müsste gehen, ne? Ich muss nur darauf achten, dass ich wirklich... Ne, da wollte ich hin. Die ersten Strecken nehme. Wenn ich hier die erste nehme und hier an die erste anschließe, dann müsste ich mal gucken. Ich brauche hier definitiv ein Parallelgleis. Dann müsste ich hier an den zweiten, sonst kriege ich kein Parallelgleis mehr daneben. So, um die anderen Sachen kümmern wir uns gleich. Dann müsste hier neben das Parallelgleis und von da dann weiter an Berlin ran. So, dann müsste ich hier nämlich von dem zweiten. Na, lass mal ran da. Danke. Jo. Warte mal. Erdarbeiten, Bahnhofsgleise. Ach ja. Gut, gut. Und denn, naja, Berlin wird jetzt in Kunst. Wenn ich hier jetzt vom zweiten gehe.
Hier lässt sich die Brücke leider nicht vermeiden und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Ich bin hier jetzt am zweiten, ne? Also ich müsste hier zwangsläufig wirklich an den fünften, damit wir den zweiten noch daneben kriegen. Da kommen aber 100.000 Bahnhofsgleise dazu und die Brücke. Aber ich habe hier gar keine andere Wahl. Das ist hier natürlich doof. Dann wird das hier zwar eine Extrastrecke, obwohl die Leute könnten hier umsteigen notfalls, ne? Dann müssen wir aber allerdings in Berlin so ein Restaurant einbauen. Und Weizen würde denn hier rüber geliefert werden? Hier haben wir eh schon Lagerhaus für Weizen, dann kommt hier doppelt Weizen. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Die Passagiere können wir hier umsteigen lassen. Ah, mal googeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt die schlauste Idee ist, aber probieren kann man es ja mal. Genau, Parallelgleise ran. Dann haut das zumindest hin. Ich könnte natürlich die Strecke jetzt auch nochmal ein bisschen umbauen, dass ich hier so einen Weichenkopf rankriege, damit der hier weiterkommen würde. Aber tut das wirklich nötig? Wir haben das hier im Lagerhaus. Man muss es ja nicht überall machen. Aber so hätten wir die Bahnhöfe mit angeschlossen. Ja. Dresden mit angeschlossen. Was wir auf jeden Fall jetzt noch brauchen, ist definitiv hier im Weichenkopf. Hier ein Weichenkopf, das muss sein und hier muss ein Weichenkopf hin. Hier muss ich den Weichenkopf dann nachlassen. Was wird hier gesagt? Ja gut, wir können hier einen hinbauen, aber ich kriege hier nicht... Nein, ist zu eng. Dachte ich mir, alles steht drauf. So, dass er hier von alleine wechseln kann. Notfalls. Den holen wir mal die Richtung. Andere Richtung, so. Dann würde ich sorgen, damit die Passagiere von Dresden aufwegkommen, weil so kommen sie ja jetzt gerade nur nach Berlin, nirgendwo anders hin. Dann müssen wir hier was zum Umsteigen einbauen. Alles klärchen, dahin und der in die andere Richtung. Yep, dann kommen sie hin. Das klappt, hier kann er wechseln. Sehr schön, notfalls können wir es hier später noch weiterziehen. Jo. Holzen hat er drin, dann machen wir eine kleine Extra-Strecke, so eine Bimmelbahn-Strecke, dann klappt das schon. Was auf jeden Fall jetzt noch hin muss. Und das wird echt teuer. Ja, hier muss auf jeden Fall einer hin. Und wir brauchen hier noch ein Wartungsdepot. Ganz dringend. Wir haben zwar einen in Berlin, aber... Na, früher oder später muss eins hin. Im Moment haben wir das Geld nicht. Wird das so wohl gehen? Gut, den erstmal einen Zug erstellen. Nein, ich will der Route keinen Namen geben, das macht er schon automatisch. Wir nehmen hier erstmal die billige Rocket. Züge, Einzug, ah gut. Ich glaube, einer reicht hier erstmal. Vielleicht ein Fracht- und ein Passagierzug. Obwohl, so viele Passagiere werden in Dresden jetzt nicht fahren, ne? Ich probiere es erstmal mit einem, wir können ja später dann immer noch aufrüsten. Das wird sonst zu teuer. Auf jeden Fall soll er den mitnehmen und den hier hin. Mehr soll er ja hier gar nicht fahren im Moment. Müsste auch nicht funktionieren. Sehr schön. Lass mal weiterlaufen. Der steht in Dresden, ne? Jo, wird auch voll beladen. Wie gesagt, und den müssen wir, das wird er hier wohl hoffentlich auch mitnehmen. Das kann er hier ja einlagern in Berlin, das ist ja nicht das Problem. Hier müssen wir jetzt dringend... Gehen wir mal zum Bahnhof her. Ich kann hier gar nicht mehr. Kann man immer nur zwei Sachen pro Stadt? Fabriken, Stadtgebäude. Das ist Museum und sowas. Bahnhofsgebäude. Ich hatte gehofft, dass ich hier jetzt noch ein Umsteigedingsebumse hinbauen kann. Geht nicht, wa? Bahnhof umbenennen. Das ist doof. Kann man nur zwei Erweiterungen machen? Na gut, der hat eine Panne und der ist ohne Ladung, das weiß ich. Oder muss die Stadt dafür erst größer werden? Ist natürlich auch möglich, ne? Dann wollen wir mal kurz was gucken.
Nö, das sind nur neue Waren, die dazukommen ab den Einwohnern. Ja, ja, das ist der ohne Ladung fährt. Die ist ja erst neu. Das ist natürlich doof, wenn die Besucher hier jetzt nicht umsteigen können. Liebling der Börse, Wert erreicht. Oh, ja, ja, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ich versuche ja schon die Tipps mit. Und du sieh mal zu mit deiner Panne da. Du blockierst die Schienen. Da kommt auf jeden Fall der Zug. Und der hat sogar ein paar Passagiere geloren. Der hat auch ein bisschen Weizen dabei. Das ist alles gut und schön. Ich hatte gehofft, dass du zumindest 3 bis 4 Erweiterungen pro Bahnhof gehen. Aber vielleicht hat es auch was mit der Größe zu tun. Ich bin mir da nicht so sicher. Nur 2 ist doof, weil ich brauche hier beides. Wartungsdepot und Lagerhalle. Aber normalerweise kann man einen Bahnhof ja auch umsteigen, ne? Bloß hier muss man dafür was extra bauen. Und was mit dir hier, mein Freund? Du bist hier der... Ah ja, du bist der ohne Rude fährt. Ohne... Im Grunde genommen fahren sie alle Gewinn ein, bis auf der eine hier. Aber das ist klar. Der ist sowas von überflüssig. Der ist erst neu. Also Geld machen wir. Die Frage ist nur, ob wir das hier noch rechtzeitig schaffen. Haben sie noch ein bisschen Zeit, aber den Wert ist auch nicht so leicht hochzukriegen. Der fährt zumindest nicht leer zurück im Moment, weil er halt Passagiere dabei hat, ne? Das wollen ja auch Leute von Berlin nach Dresden. Ja, hier bin ich mir noch nicht so sicher, du. Ob das so optimal ist. Ich könnte natürlich später hier mit anschließen, durchweichen und so. Damit er auch woanders hinfahren kann. Das hier sind wirklich nur die Berlin, Bier, ja, ja, neue Produktion und Stadtgebäude. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob man wirklich nur 2 Erweiterungen bauen kann pro Bahnhof. Das wäre doof. Das wäre wirklich doof. Ich glaube, ich gebe aber auch viel zu schnell viel zu viel aus. Auf jeden Fall sieht es aktuell nach Gewinn aus. Die Strecke wurde ja noch nicht berechnet und die, ja gut. Ehrlich gesagt, bin ich überlegen, da erstmal den Zug wegzunehmen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, was soll ich denn da den Zug fahren lassen? Ich meine, der kann eh nichts ausliefern. Im Moment braucht es keine Stadt. Gut, hier fährt er vorbei, aber der wird wahrscheinlich auf dem Rückweg wieder mitnehmen. Oder braucht Dresden das? Ich glaube nicht, ne? Mö. Keine Wolle, keine Kohle. Das frisst nur unnötig, auch wenn es nicht viel ist, aber das frisst nur unnötig Geld hier. Dafür wollten wir ja, glaube ich, in Stettin. Und das konnten wir uns nicht leisten. Ne? Irgendwie so war das, ne? Hier wollte ich doch, glaube ich, Fleisch, Stadtgebäude, neue Produktion. Genau, und der brauchte Wolle, ne? Irgendwie so war das, ne? Ja, ja. Dann Geld haben wir bloß aktuell nicht. Das wäre natürlich schon schön. Ich könnte natürlich einen Kredit aufnehmen. Ah. Ich glaube, ich auch habe zu wenig Wartungsdispos hier. Das geht so nicht. Okay. Aber es läuft schon. Schon wieder eine Auktion. Nee, 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 nee. Nicht schon wieder. Die alte ist echt der Burner, ne? Die ist so echt... Ich bin hier teilweise völlig überfordert und muss erstmal gucken, wie was hinhaut. Ja, ja, von mir aus Gewinn ist, Gewinn ist. Ach gut, der ist schon wieder auf dem Rückweg. Hat er wieder Weizen dabei? Ja, ja, das funktioniert. Weizen sollten wir jetzt eigentlich kein Problem mehr kriegen. Der hat sogar den Express-Status. Der sollte definitiv Gewinn einspielen. Naja, ist der hier vorne, ne? Ja, ja. Und ich glaube, den werde ich erstmal vorübergehen. Wir können die. Ich lasse die Strecken bestehen, aber wir können den Zug ja wieder einsetzen, sobald wir es so vorne stehen haben. Im Moment bringt das echt nur Minus ein. Was nicht gut ist. So, also Zuglinie bearbeiten.
Die Zuglinie hier, die werden wir erstmal rausnehmen. Die kostet nur unnötig Geld. Zum Glück habe ich hier die Betriebe nicht gekauft. Wie gesagt, aktuell brauchen wir das nicht. Wenn wir es brauchen, können wir es wieder reinnehmen. Das ist eine Ponne. Und unser erworbener Betrieb hier, den ich eigentlich gar nicht haben wollte, der... aktuell, naja, Gesamtprofit ist noch Minus, ne? Aber aktuell ist eigentlich gut, weil der pausenlos arbeiten kann, ne? Und der kann hier, der braucht ja sowieso Weizen hinliefern. Und der liefert halt auch nach West-Berlin, ne? Ich hoffe doch, dass er hier hinliefert. Aktuell fährt hier ja nur der eine Zug. Mit ein paar Passagieren. Mal gucken, ob der auch auf dem Rückweg Weizen mitnimmt. Könnte aber auf Dauer Gewinn einbringen, wenn wir dafür sorgen, dass das Ding dauerhaft produzieren kann. Also wenn er zwischendurch natürlich Wartezeiten hat, falls nichts abgeholt wird oder so, dann ist Mist. Wir sind auf jeden Fall im Plus. Ich frage nur, ob das ausreicht, ne? Die Olde ist da ziemlich ruckizuck und ich habe Angst, die kauft mich irgendwann auf. Und die Brücke musste Leute sein. Ist zum Glück nur eine kleine. Juju. Und definitiv möchte ich in Dresden auch gerne ein Wartungsdepot haben. Werden wir sehen, ob er hier anhält. Es wäre schön. Laut Anzeige fährt er aber direkt nach Dresden. Fährt er auch. Gut, es kann aber auch sein, dass Dresden durch die Straße automatisch beliefert wird und er deswegen nichts bestellt. Das wäre natürlich möglich. Das will ich nicht abstreiten, solange der Gute hier Gewinn fährt. Momentan ist ja, naja, gut. Ist voll. Aber mal abwarten. Jetzt hat er wieder Minus, wenn der Gesamtprofit hoch ist. Ich will jetzt nochmal kurz beobachten, da müsst ihr eigentlich auf dem Rückweg wieder mitnehmen. Ne? Ich meine, der liefert ja alles nach Berlin, von Berlin aus wird es weiter geliefert durch die anderen Züge. Die Strecke hier scheint jedenfalls Gewinn einzufahren. Die Produktion steht zumindest noch nicht still. Zugnutzung 57%, ja, weil ein Teil über die Straße geliefert wird. Und solange der hier nichts bestellt, nimmt er auf dem Rückweg halt auch nichts mit, ne? So, die ist auf dem Rückweg. Den mal kurz googeln, ob er doch wieder mitnimmt. Und mit Gesamtprofit auf Plus kriegen, ist alles ein besser Ort. Nun wartet der hier. Ich glaub's ja nicht. Füll schneller auf, mein Freund. Ich wollte hier Glucki-Lucki machen. Ja. Ja, geht doch. Er hat auf jeden Fall Post und Passagiere dabei, oder? Das ist das kleinste Problem. Ich habe eher das Gefühl, dass ich, glaube ich, einfach zu viel auf einmal will. So, nimmt der mit? Ich hoffe es mal. Naja, da sieht man schon, die Produktion wird hier eingestellt, weil voll ist. Naja, mitnimmt er. Aber nicht genug, ne? Obwohl, es wird ja auch was über die Straße geliefert, dessen fällt er nicht ganz auf Null zurück. Die können wieder voll produzieren. Scheint sich aber nicht zu lohnen. Der Gesamtprofit geht auch wieder runter. Obwohl er mitgenommen hat. Ich meine, ich könnte auf der Strecke hier ohne Probleme einen zweiten Zug einsetzen. Die Frage ist nur, lohnt sich das? Das ist hier die Frage, ne? Das kommt ja halt immer auch ein bisschen drauf an, wie schnell geliefert wird. Aber gut. Ich glaube, da müssen wir einfach beobachten, da müssen wir abwarten. Wenn wir hier gesamt sehen, machen wir auf jeden Fall Plus. Und der Betrieb kann uns natürlich übelst runterreißen. Da müssen wir abwarten. Gut, auf jeden Fall machen wir hier morgen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi!